Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier bei uns auf dem Kanal. Wie ihr seht, wir sind an derselben Stelle vom letzten Mal. Letztes Mal war für mich gestern, für euch letzte Woche Sonntag. Und ich wollte eigentlich woanders hin. Ich hatte mir so eine Prioritätenliste gemacht, sage ich mal. Und das war ja Prio 3. Prio 1, da saßen schon zwei. Prio 2, da war ein bisschen Bootsverkehr und gegenüber so eine kleine Festveranstaltung. Da würde ich mich jetzt auch nicht hinsetzen. Deswegen bin ich heute nochmal da, wo ich gestern quasi für euch, wie gesagt, letzte Woche Sonntag war. Ja, die Routen liegen schon. Die Routen liegen schon. Das heißt, wir sind von der Uhrzeit schon etwas fortgeschritten. Wir haben es jetzt gegen 16 Uhr, das hatte ich euch ja erzählt, dass ich beim letzten Mal früh bis abends geangelt habe. Heute angeln wir Nachmittag bis ja so 22, 23 Uhr. Mal gucken. Morgen Arbeit, deswegen machen wir das auch alles mal so ein bisschen vom Beißverhalten abhängig. Deswegen liegen die Routen schon, alles beködert, ein paar Körbe sind schon drin. Die ersten Anfasser, Piepser gab es schon. Gab auch schon die ersten Boote. Und ja, ihr seht, ich habe dasselbe T-Shirt an. Ne? Kann man ruhig zweimal tragen, man muss nicht immer Wäsche waschen. Ja, genau, so viel erstmal dazu. Jetzt gucken wir mal, dass das hier alles ein bisschen besser läuft wie beim letzten Mal. Beeinflussen kann man es nicht wirklich. Ich gehe genauso vor wie gestern. Werde Futter reinbringen, verschiedene Köder probieren, verschiedene Entfernungen probieren. Dann heute mal die ersten Stunden der Nacht mitnehmen, also quasi so wirklich von 19 bis 22 Uhr. Das hat ja in einem der letzten Videos bzw. der letzten Ansätze auch ganz gut funktioniert. Da hoffe ich ein bisschen drauf, dass wenigstens das vielleicht klappt, wenn im Hellen nichts gehen sollte. Aber das hoffe ich nicht, dass wir bis zur Dunkelheit warten müssen. Ja, dann starten wir, würde ich sagen. Euch wünsche ich viel Spaß und Daumen drücken. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think alle Fälle gut ab. Und wir hoffen ein bisschen auf den kleinen Köder. So, ihr Lieben, ihr seht, die Route ist schön krumm. Diesmal bin ich gleich unten mit dem Kescher. Stell dir die Kamera auch gerade, ja? Oh. Schöner Anfängerfehler. Das ist jetzt echt spannend, weil wir eine Barbe. Ich vermute mal, es ist eine Barbe, weil die Fluchten beim Karpfen. Ah, ja, jetzt kommt eine Flucht. Ihr seht, es ist doch eine Flucht. Ja, beim Schonhaken hatte ich euch ja schon ein paar Mal erzählt, das ist das wichtigste, Rute unter Spannung. Weil sobald die Spannung raus ist, ihr habt halt keinen Widerhaken, der greifen könnte. Und dann verliert ihr einen Fisch und. Passiert mal, ist mir gestern auch passiert, aber im Regelfall klappt das, wenn man sich konzentriert und die Route auf Spannung hat. Deswegen
wie ich immer sage, wenigstens sehen. Also entweder ist es wirklich eine schöne große Barbe oder heute ist es soweit. Wäre natürlich schön. So, Scheibenkleister, wie auch im letzten Video, ist jetzt die Stelle, wo eigentlich hätte Fisch kommen müssen oder wo der Fisch hätte kommen müssen. Ich bin noch ein bisschen benommen, sagen wir es mal so. Ihr habt einen Teil gesehen von dem Drill. Ja, 2-3 Minuten später war dieser Drill dann vorbei. Ist dann unten in die Steinpackung rein. Jo. Schade Marmelade. Also Fisch gesehen, nein. Ob es ein Karpfen war, ja, ist schwierig zu sagen. Also wir hatten ja, also die zwei, also Marco hat ja 3 Stück in Summe schon dieses Jahr, aber so gerade die letzten 2 waren ja, so vom Drill her war ich ja auch komplett dabei. Und da war der Drill mehr draußen, Innerströmung. Und auch im Mittelwasser und nicht unten in den Steinen. Und dieser Fisch wollte immer wieder runter in die Steine und hat sich unten in den Steinen aufgehalten. Also ich denke, dass es wirklich eine schöne Barbe war. Das muss ich mir jetzt auch ein bisschen einreden, weil ich kann mir jetzt nicht einreden, dass ich den Karpfen verloren habe. Ja, was wieder so ein bisschen dieses Thema mit dem geflochtenen Vorfach auf den Tisch bringt. Auch das macht Marco ja im Gegensatz zu mir, dass er mit geflochtenen Vorfächern am Fluss arbeitet. Auch beim Fiedern. Ich habe halt gerne diese langen Vorfächer. Dann müsste ich nochmal gucken, ob es mit geflochten gibt. Selber machen wäre auch eine Option. Aber es hat heute wieder gezeigt, dass es Sinn macht, mit geflochtenen Vorfächern zu arbeiten. Eventuell oder mit längeren Vorfächern. Das wäre auch noch eine Option, dass man eben mit Metervorfächern arbeitet, beispielsweise, um dem Ganzen auch noch ein bisschen gegenzuwirken. Aber wenn der Fisch mit einem Haken eine Steine zieht und der Haken hat wirklich unten am Ende gefehlt, und es war jetzt auch nicht so, dass er abgerissen ist, dass das Vorfach zu schwach war, sondern wirklich ein schöner Schnitt vom scharfen Stein. Jo. Ein Käse. Von der Uhrzeit her ähnlich wie gestern, aber von der Aktion her ganz, ganz, also viel, viel härter als gestern. Das war auf jeden Fall ein größerer Fisch und auch kampfstärker als der von gestern. Puh, ja, scheiße. Entschuldigung. Aber das muss auch mal sein. Natürlich jetzt ärgerlich, dass das heute wieder passiert ist. Gestern passiert es, dass wir die Steine hier unten, also gut, gestern war es das Kraut, heute haben wir die Steine hier unten, also die Steinpackung Strich durch die Rechnung gemacht, aber die wird da immer sein. Ich muss euch ja mal hinstellen. Die Steine werden immer da sein, die werden nicht verschwinden. Ja, ich werde mir mal Gedanken machen, ob das mit dem Geflochtenen Sinn macht, um einfach das noch ein bisschen alles ja, auszumerzen. Aber gut, es ging auch schon oft genug gut dieses Jahr. Gerade die 2 großen Barben, die ich hatte, das hat ja auch problemlos funktioniert. Da hatte das Vorfach nicht mehr einen weg. Die Fische haben wir auch rausbekommen, aber jetzt 2-mal hintereinander, dass die Fische eben nicht an Land kommen, ist ärgerlich. Wäre wieder doppelt ärgerlich, wenn das hier heute dabei bleibt. Aber davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus. Erstmal kurz durchatmen, akklimatisieren. Jo, naja, aber so ist es. So ist Angeln, ungeschnitten. Willkommen beim Freizeitangeln. Naja. Steffen sagt es gerade, null Bewegung, so ist es. Nach dem Abriss, von dem ich mich jetzt erholt habe, gar nichts mehr. Echt verrückt. Es ist genau wie es gestern war. Weiß der Geier was. Man kann es mir nicht erklären. Es ist immer mal Bewegung auf dem Wasser, aber an den Routen ist wirklich das Schweigen im Wald. Naja, aber okay. Motorradfahrer sind wie jeden Tag da. Das macht sich an so einer Brücke immer super. Ja, übrigens auch zum Köder. Dieser gute Fisch, wie es halt immer irgendwie so ist bei uns, bei Marco ja auch immer schon so, also das ein oder andere Mal so gewesen, dieser, der Fisch ja nun immer warf dazwischen 8 und 10 mm, war es dieser 8 mm hier. Ne?
Ich habe mit dem angefangen, weil ich dachte, wenn das so ist wie gestern, erst mal gucken, auf was die Fische vielleicht Lust haben. Ja. Also es zeigt wieder, ne, es muss nicht unbedingt der größte Köder sein. Und jetzt hatte ich hier schon wieder was anderes dran. Und dann habe ich aber überlegt, Robert, warum? Weißt du, dieser Fisch hat gebissen auf diesen Köder. Dann kommt dieser Köder auch wieder dran. Also manchmal, aber gut, ich war wahrscheinlich etwas neben der Spur. Schade auf jeden Fall. Gut, zur Route und Montage, die den Fisch fast brachte, habe ich hier wieder meine 3,60 Meter lange Allround-Route. Wie ich sage, die nehme ich für alles, was so Wurmangeln, Köderfischangeln, Angeln am Fluss. Also ja, die nehme ich einfach ganz gerne mit der Freilaufrolle zusammen. Das ist eine 5000er Rolle. Ja, hinten ein schöner Freilauf, den kann man sehr, sehr sensibel einstellen. Ich mag die Route-Rolle total gern. Deswegen nehme ich die auch immer mal gerne am Fluss. Und weil ich halt in der Dunkelheit wieder mit zwei Freilaufrollen fischen möchte, habe ich die beiden gleich von Anfang an genommen. Meine andere Heavy-Feeder-Route, die hat keine Freilaufrolle, sagte ich ja schon. Klar, man könnte das immer alles über die Kopfbremse machen, aber da ist man nur auf, zu drehen. Das mag ich jetzt nicht, da bin ich vielleicht auch ein bisschen zu bequem für. Mal gucken, ob ich mir für die auch mal noch eine Freilaufrolle hole. Aber ist jetzt zumindest erstmal nicht der Plan, sodass wir die hier nehmen. Die hat ein Wurfgewicht bis zu 120 Gramm. Ist ein 80 Gramm Futterkorb dran. Und wie gesagt, diese 5000er Rolle stelle ich jetzt mal hier hin. Und dann kommen wir zur Montage. Da haben wir eine 30er Mono. Da ist nichts davor, wie ich immer sage. Also nichts, was ich euch noch zeigen könnte. Eine 30er Mono. Bei der anderen ist es eine 28er. Ist auch vollkommen ausreichend. So, und diese 30er Mono, na, lass los. So, haben wir dieses System. Ihr könnt das ganz gut sehen durch den Hintergrund. Da haben wir zwei Stopper. Dazwischen diesen Swivel und dann nochmal zwei Stopper. Ich schiebe das mal auseinander, dass er das sehen könnt ein bisschen. So, das sind diese zwei Stopper. Und dann ist das frei beweglich auf der Hauptschnur. Ja, das könnt ihr dementsprechend verschieben. Das ist so eine Hartplaste-Perle. Da kann man die Mono durchschieben. Unten so ein Wirbel dran und nennt sich Beatswirbel. Das genau wissen wir. Jetzt schieben wir das Ganze wieder zusammen. Und genau. So, dann das Ganze so aus. Ja. Könnt ihr dann dementsprechend variieren. Also ich empfehle euch auf jeden Fall so 13, 14, 15 cm weg von dem Wirbel, der hier unten ist, dass ihr das Ganze weit genug weghaltet vom Futterkorb. Zwischen den zwei Stoppern ist dann eben dieses Vorfacheingang. Ihr könnt den Stopper natürlich auch hier hochschieben. Ne, dann habt ihr das Ganze 40, 50, 60 cm weg vom Futterkorb, je nachdem wie ihr es braucht. Das ist euch überlassen und dann hängt an diesem Wirbel, habe ich ein Vorfach eingeschlauft. Das ist in dem Fall 40 cm lang und hier unten hängt dieser 8 mm Köder und ein 10er Haken. Und dann kommt hier unten die verdrallte Schnur mit dem 8er Knoten, also hier die Schnur verdrallt, die Schnur so zusammengeführt und dann hier ein 8er Knoten gemacht. Hatte ich euch ja schon gesagt, das machen wir irgendwann mal noch, aber bisher hält das. Das war noch nicht die Gelegenheit. Ist auch alles in Ordnung und wenn es in Ordnung ist, brauche ich es nicht neu machen. Ja, und unten dann diesen Wirbel. Etwas massiver und dann ein Futterkorb, ist sogar ein 100 Gramm, sehe ich gerade. Hätte man eigentlich auch 80 nehmen können, aber da habe ich mich wahrscheinlich vergriffen. Der andere müsste aber definitiv 80 sein, den hatte ich vorhin schon mal beim Wickel. Genau, also Mono, dann zwei Stopper, der Wirbel mit dem monophilen Vorfach eingeschlauft, nochmal zwei Stopper und dann hier unten verdrallte Schnur mit dem 8er Knoten, Wirbel, Futterkorb. Genau. Das Vorfach hat 0,25, wenn es interessiert. Und auch da gucken wir immer noch mal, ob es in Ordnung ist. Keine Schwachstellen. Haken ist, sollte scharf sein. Ja, passt auch. Sodass da jetzt Futter reingeht und dann können wir die Route rausbringen. Und dann hoffen wir mal, dass wir noch mal eine Chance kriegen heute. Wie gesagt, bis jetzt schweigt das alles schon wieder ganz schön. Mir schon wieder zu viel. Ja, gerade so mal Güstern, Brassen, Döbel. Geht ja jetzt nicht immer nur um die großen Fische, aber so Nullaktivität ist komisch. Aber wir werden heute die Dunkelheit so ein bisschen mitnehmen. Schauen, ob die Fische da mehr Bock haben. Und wenn es nicht ist, können wir sich ändern. Wir angeln trotzdem weiter.
Es gibt doch noch Fische an dieser Stelle. Also, dass es Fisch gibt, haben wir ja in dem negativen Sinne mitbekommen, gestern und heute. Aber jetzt ein Fisch zum Landgang überredet. Ich zeige euch ein Brassen, kleiner Brassen, in Schneidert, wenigstens ein Fisch. Ach, darf gerne mehr werden und größer. Pilri! So, dann setze ich mich mal zu euch. Oh, alte Mann und das Meer. Ich hoffe, ihr seht mich, aber ich denke, es sollte passen. Ja, wenigstens mal Fisch. So viel muss man ja mittlerweile nach gestern und heute schon sagen. Ich habe mir auch schon so noch den ein oder anderen Gedanken gemacht, weil wenn sowas passiert, da stellt man ja irgendwie gleich immer viele Dinge in Frage, was totaler Blödsinn ist. Man hat ja so auch schon viele Fische fangen können. Es ging ganz, ganz oft gut. Aber ja, wenn man mit einer Mono als Vorfach eben angelt, kann das immer mal wieder vorkommen. Ja, sei es Qualität, sei es, dass irgendwann ja, der Fisch einfach mal einen richtigen Winkel zum Stein trifft und sich selber, also dann sage ich mal, dass das Vorfach eben durchschneidet am scharfen Stein. Dass, ja, dass man ein paar Fische mit dem Vorfach schon gefangen hat und das nicht mehr so robust und stabil ist, wie es eben original ist, wenn es aus der Packung kommt. Es sind verschiedene Dinge, die da einen Einfluss haben können. Aber man muss dann immer so ein bisschen das sacken lassen und kurz drüber nachdenken. Und ich glaube, ja, das passiert einfach mal. Das ist ich werde trotzdem weiterhin mit Schonhaken angeln, weil mir der Fisch da einfach wirklich im Fokus ist, dass der ja, so schonend wie möglich eben behandelt wird. Und von daher werde ich mir noch mal Gedanken machen, ob wir da irgendwas unternehmen können, um das noch so ein bisschen auszumerzen, dass das hier vorne gerade an der Steinpackung vielleicht einmal weniger passiert, sei es mit einem längeren Vorfach oder mit einem geflochtenen Vorfach oder weiß der Geier was. Aber ich habe das jetzt runtergeschluckt und hoffe einfach, dass wir ja, noch mal eine Chance kriegen heute, sei es im Hellen oder im Dunkeln. Kurz noch was zur Vorgehensweise. Ihr seht den Fluss im Hintergrund. Wir sitzen hier an so einer Außenkurve, also der Fluss kommt von da hinten, geht denn hier geradeaus weiter. Außenkurve heißt Treibgut. Das hat man ja hier schon das ein oder andere Mal, dass es eben treibgutlastig war. Heute ist das Treibgut in der Mitte. Das ist ganz gut. Dadurch, ich angle mit einer Route in der Strömung, die andere so, ja, sage mal, zwischen Strömungsmitte und Ufer, da so auf der Hälfte angle ich. Da hat übrigens Barbe gebissen, oder nicht Barbe, ich rede es mir nach wie vor ein und hoffe, dass es eine war, dann kann ich es mir verschmerzen. Aber der Fisch, den wir verloren haben und auch der Brassen eben, die haben beide dort gebissen. Die andere Route ist direkt in der Strömung. Da ist es ein bisschen ruhiger. Da habe ich ja, einen 10 mm Köder dran und die linke nach wie vor mit dem 8er. Weil wenn es funktioniert hat, warum sollte ich das jetzt auf Teufel komm raus wechseln? Genau, sodass wir hier ohne Treibgut angeln können. Eine Route, wie gesagt, in der Strömungsmitte mit der rechten und die linke weiter vorne. Und beide Schnüre gehen, ja, ich sag mal, eine Schnur geht hier vorne, muss ich kurz gucken, ja, vielleicht 5 Meter weg. Und die andere sind wir bei 6 Meter vom Ufer weg, da haben wir keinen Stress mit dem Treibgut. Das ist ganz angenehm, musste die Routen auch noch nicht reinholen wegen Treibgut, das kennen wir anders. Ja, deswegen ist das auf jeden Fall positiv. Ihr seht, der Fluss ist spiegelglatt. Wir haben kaum Strömung, keinen Druck auf dem Wasser. Trotz Treibgut, sehr wenig Treibgut und ist einfach eine ganz, ganz angenehme Angelei. Wir genießen ja auch so die letzten, ja, ich wollte eigentlich sagen Sommertage, aber Sommer haben wir nicht mehr, aber so die schönen Tage, die der Herbst noch hergibt, von den Temperaturen her, kaum noch Mücken, Sonnenuntergänge, ein Traum. Ja, jetzt darf es gerne nochmal mit den großen Fischen weitergehen. Da wo ein Brassen ist, ist ein anderer Brassen eigentlich nicht weit, aber wir nehmen, was kommt. Ich bin auf jeden Fall zuversichtlich. Ich denke mal ja auch. Das klappt schon noch. Und wenn nicht heute, dann beim nächsten Mal. Aber ja, das Gefühl ist ganz gut für heute. Ich denke, da kommt noch was.
Kann doch immer eine Barbe sein. Lippe ist noch frei. Das ist noch frei, ja. Das kommt hoch. Sehr gut. Muss ich auch langsam runter? Ja, habe ich. Warte. Jo. Danke. Oh, ein glücklicher Robert. Leute, ich bin mir jetzt auch sicher, dass das vorhin auch eine war. Die ist schon echt wohl genährt. Die ist schon bereit. Guckt mal hier. 65 cm Barbe. Die ist echt richtig fett. Guck mal das Paddel hier hinten an. Geiler Fisch auf jeden Fall. Da kann man nicht meckern. Oh, ich bin so glücklich nach der Aktion von vorhin, dass wir jetzt hier so einen tollen Fisch an Land haben. Mega geil, wie gesagt, 65 cm, die ist schon echt fett, wenn man das so ein bisschen sieht. Hat gekämpft, aber wir haben sie rausgekriegt. Danke dafür, meine Liebe. Petri, Leute. Ich will nicht sagen, jetzt geht's wie's Brezeln backen, aber die Fische werden anscheinend aktiv. Dann wollen wir noch schnell messen. Keine Barbe, keine Brasse, kein Karpfen. So wie es ja gesagt, aber ich will mal kurz messen. Wie groß er ist. Naja, knappe 50. Noch ein bisschen Wasser. Guck mal, Leute. Schöner Döbel. Um die 50. Richtig fett schon. Von jetzt auf gleich. Oh, jetzt kommen die Entschädigungen für die Aktion von heute Nachmittag. Geil, schönes Tier. Döbel mögen wir ja auch sehr. Jo, geil. Petri, so kann es weitergehen. So kann Angeln eben auch sein, ja. Wirklich manchmal sehr verrückt, wie die Dinge so spielen. Da sitzt du hier, hast 3 Stunden lang ja, diesen einen Mörderbiss, verlierst den Fisch, zwischendrin die Brasse, dann auch wieder Ruhe und dann innerhalb von einer Viertelstunde 2-mal einen vollen Abpfiff des Bissanzeigers und somit auch der Schnur, der Rolle, wie auch immer. Ja, eine schöne Barbe, eine sehr, sehr schöne Barbe. Sehr wohl genährt, das Tier. Nachdem die dann gelandet war, bin ich mir auch zu 90% sicher, dass der Fisch, den ich verlor, auch eine Barbe war. War genau dasselbe Schema, genau derselbe Ablauf. Bloß habe ich den Fisch von Anfang an ein bisschen weiter, also den Winkel einfach ein bisschen höher gehalten, dass er gar nicht so die Chance hat, nach unten zu schwimmen. Hat es trotzdem geschafft, aber eben vor meinen Füßen. Bei dem anderen Fisch, vorhin war das so, dass das ein bisschen auf der rechten Seite war, das war so 3 Meter rechts von mir, ich kam aber nicht weiter ran. Ja, und dann irgendwie ist halt was anderes, wenn die Schnur gerade reingeht oder wenn sie so schräg reingeht. Ne? Da ist das natürlich mit den Steinen nochmal gefährlicher. Aber ich will gar nicht weiter drüber nachdenken, es hat funktioniert. Dann der Döbel, ein schöner, fetter Döbel, ist auch schon wieder so ein paar Tage her. Gut, den ich da vor 2-3 Wochen hatte, der war auch nicht schlecht, aber der war jetzt richtig fett, wohlgenährt, das mag ich ja. Also lieber habe ich einen Fisch, der 10 cm kleiner ist, aber richtig schön fett und dick. Oder dick und fett. Ja, jetzt ist etwas Ruhe eingekehrt. Ich möchte es gar nicht beschreien. Oh, Mann, ey. Angeln kann wirklich manchmal verrückt sein, ey. Das sind so echt so Emotionen, so eine Berg- und Talfahrt manchmal. Das einerseits wurde dann wirklich am Verzweifeln bis nächstes, meine Güte, gestern, dann heute wieder. Ja, und jetzt ein paar Stunden später einfach mega happy, dass ich die anderen beiden Fische oder mit der Brasse zusammen, die wollen wir nicht vergessen, alle rausgekriegt habe und euch zeigen konnte. Ja, mega.
Ja, der Döbel hat jetzt auf die Anti-Tangle-Boom-Montage gebissen. Da habe ich Anti-Tangle-Boom, 80 Gramm Futterkorb dran und einen 10er Haken mit einem 10er Mikroboili. Und ja, die eine Barbe, die andere Barbe, die haben beide auf die auf Helikopter-Montage Heli-Rig gebissen. Die wollen hoffentlich nichts von mir, die Jungs. Ja, so dass da so ein bisschen, ja, ausgeglichen von Köder her. Muss man sagen, hat der 8mm Zellwurf da wieder den meisten Fisch gebracht. Der kleine Köder hat die großen Fische gebracht und auch die meisten. Aber ich schwöre echt auf die Teile. Also diese Zellwurf da, die ich da habe von Mainline, Matze, siehst mir nach. Wir haben schon drüber gesprochen. Die sind einfach richtig gut. Ich fische die unheimlich gern. Ja, so dass der Köder dran bleibt. In der anderen Route habe ich diesen 10 mm Mikroboili, Brase Mikroboili von Balzer, von Matze. Also, ne Matze, du siehst, Hälfte, Hälfte. So viel Zeit muss sein. Falls du das siehst, dass du nicht böse bist und sauer bist mit uns. Aber alles gut. Ja, schau mal, was kommt, wie es weitergeht. Ich bin gespannt. So, ihr Hübschen, ihr seht mich zwar nicht, aber ihr könnt mich hören. Ein schöner kleiner Brassen, ja, um die 30 cm. Ja. Alle Größen gibt es am Fluss. Sehr schön. Petri. Also dann, auch die Brassen werden größer. Schaut mal, haben wir noch einen schönen, dicken, fetten Brassen. Um die 50 aus dem Fluss. Ja, der hat zwar kurz gemacht. Und da ist er abgelaufen, der Schöne. Eine schöne Färbung, wieder so ein bisschen Bronzefarben. Herrlich. Naja, gesagt, getan. Brassen dürfen größer werden. Größer sind sie geworden. Da haben wir einen. Sehr schön. Da habt ihr den Übeltäter. Worum's in letzter Zeit so mau läuft, tagsüber. Wir haben jetzt, glaube ich, schon wieder abnehmenden Mond, zunehmenden Mond. Zugeben bin ich nicht der Experte. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, beziehungsweise es auch schon öfter gehört, dass wenn so ein heller Mond ist, dass die Fische vor allem gerne nachts beißen. Dämmerung nachts, dass sie da fressen und Hunger haben. Jo, da ist er, der Kollege. Und hier ist der andere Kollege. Ja, wir werden jetzt mal gucken hier. Die Routen schweigen nämlich. Können wir sicherlich gleich Feierabend machen. Ja. Schön, dass es denn doch noch so erfolgreich wird. Hätte ich nicht gedacht. Muss ich zugeben. Vor allem nachdem es so bescheiden losging. Aber schön. Das zeigt immer wieder, jeder Angeltag ist irgendwie anders. Es lohnt sich immer ins Wasser zu gehen. Auch wenn der Kollege da oben natürlich eventuell einen Einfluss hat. Aber gut. Sehr schön. Schon ein bisschen mystisch. Während der Mond mich hier von oben links anlächelt, lächle ich euch an und möchte es natürlich nicht verpassen, mich von euch zu verabschieden. Es ist tatsächlich so, dass die Routen jetzt seit gut einer Dreiviertelstunde schweigen. Ich habe jetzt natürlich in der Zeit immer noch mal alles kontrolliert, neues Futter reingebracht und so weiter und so fort. Ihr kennt das. Aber seit einer Dreiviertelstunde ungefähr zuckt sich gar nichts mehr. Davor hatte ich noch einen Brassen. Ich weiß nicht, der vierte, fünfte oder so für heute. Den habe ich gleich unten am Wasser abgehakt. Und ja, seitdem, wie gesagt, ging jetzt nichts mehr. Hatte auch noch mal einen anderen Köder versucht. Weiß gar nicht, wo der jetzt ist. Ja. Also, gucken, ob ich den auf die Schnelle finde. Ja, auf die Schnelle gefunden. Ja, das war jetzt ja noch mal 10 mm Lobster. Genau, Rose Lobster. Also ein bisschen was Fischiges, Herbes nochmal, aber auch das wollten die Fische nicht. So dass ich jetzt ja, die Ruten reinholen werde, alles einpacken werde, ist alles auf jeden Fall schön klamm geworden. So soll es sein, dass ich mega zufrieden bin mit dem Verlauf des heutigen Angeltages. Das habe ich oft genug gesagt, das brauche ich jetzt nicht nochmal wiederholen.
Und ansonsten finde ich es einfach immer wieder geil, ein persönliches Statement, dieses Fiedern in der Dunkelheit, jetzt auch mit den Bissanzeigern. Es ist eine mega geile, spannende, Adrenalin-pushende Angelei. Auch wenn der ein oder andere vielleicht sagt, Fiedern in der Dunkelheit oder oh Gott, ihr seid verrückt, was macht ihr denn da? Wir lieben es. Also ich habe jetzt auch Kontakt ja, mit Marco die ganze Zeit. Es ist einfach eine mega schöne Sache und das fetzt so sehr. Ja, und das macht uns ja irgendwo aus. Ne? Dieses Fiedern gehört bei uns einfach total dazu. Und das Fiedern am Fluss ist ja einfach ein ganz, ganz großer Baustein unserer Angelei. Und wenn Marco dann wieder da ist, dann geht es auch wieder mehr mit Köderfisch weiter. Das kann ich euch definitiv versprechen. Bei mir wird sich wenig ändern, dass ich mit Köderfisch angle. Ihr wisst, das kommt nicht sonderlich häufig vor. Ich sag mal, kommt eigentlich nie vor. Und von daher werde ich so weitermachen wie bisher, weiter auf der Jagd nach dem Karpfen. Und Marco wird sich dann einfügen, sicherlich auch mit einer Fiederroute oder mit zwei Köfi-Routen. Der Junge hat auf jeden Fall Bock, so viel sei gesagt. Ihr dürft euch freuen, seid gespannt, wann es mit ihm weitergeht. Und ja, in diesem Sinne, mein Lieber, habe ich mein Feierabendbierchen schon bei der Hand. Das trinke ich auf dich, ist eigentlich deins gewesen, aber... Das trinke ich denn heute, sodass ich und wir dir ganz, ganz liebe Grüße senden, uns freuen, wenn es bald weitergeht, du wieder da bist. Und ja, wenn ihr da draußen den Kanal noch nicht abonniert habt, das gerne tun möchtet, dann könnt ihr das an dieser Stelle tun. Ihr unterstützt uns damit, es ist kostenlos, ihr bezahlt dafür nichts. Kommentiert, wenn ihr Lust habt, gebt uns einen Daumen hoch, wenn ihr Lust habt. Auch alles kein Muss, aber ja, wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, sind wir euch sehr dankbar. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, dass er dabei war bei diesem tollen Angeltag. Und ja, ich werde jetzt das Licht des Mondes nutzen, um einzupacken, um, wie man so schön sagt, einen Dachs zu machen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Leute, bis zum nächsten Biss. Ich bin raus. Ciao.